Schauen wir mal, wie es wird. Jetzt mal hallo in den Stream. Ich habe dieses Spiel ja schon mal angespielt. Die Musik ist ein bisschen lauter jetzt. Das wird ja auch gleichzeitig ein Test für mein altes Headset, was ich mir jetzt nochmal bestellt habe. Leider habe ich wohl aus Versehen das mit Klinkenstecker anstatt mit USB bestellt, aber das sollte das kleinste Problem sein. Ihr könnt mir ja mal sagen, wie der Sound ist, der besser ist. So, zum Spiel, Undead Red. Ich habe das schon mal im Stream angespielt und auch mal eine Folge hochgeladen, aber ich wollte es jetzt endlich mal ganz spielen. Das ist ein Indie-Horror-Game, das im März diesen Jahres auf Steam veröffentlicht wurde. Kostet 10 Euro, also 9,99 €. Ist von Biscuit Games. Und hat mir schon den ein oder anderen Schock verpasst damals. Und es wurde jetzt einiges gepatcht. Und ich wollte jetzt mal schauen, was da sich getan hat. Vielleicht haben sie endlich auch mal die Übersetzungen gepatcht oder geändert. Mal schauen. Ich würde sagen, wir starten einfach mal. Den Sound habe ich jetzt höher gedreht, weil der Erzähler sonst so leise ist. Aber leider ist die Musik dann auch sehr laut. So, wollen wir mal. Erste Kapitel. Es geschah vor ein paar Jahren. Meine Tochter und ich nahmen eine Kutsche entlang einer alten, verlassenen Straße und kamen zu unserer Freude endlich in einer Siedlung an. Wir entschieden uns, die Nacht hier zu verbringen. Ein langer Weg lag vor uns. Aber wir hätten nie gedacht, wie lange es dauern würde, eigentlich. In der Nacht wurde ich von Geräuschen geweckt. Das Zimmer war noch leer. Die Fenster geschlossen und die Türen verschlossen. Zuerst habe ich nicht verstanden, dass Lisa weg ist. Als sich die Suche nach ihr in der Herberge als erfolglos erwies, habe ich versucht, die Einheimischen zu fragen, um zu sehen, ob jemand sie gesehen hat. Aber auch das war ohne Erfolg. Doch dann habe ich erfahren, dass Lisa nicht das erste verschwundene Kind war. Ich habe von einem Detektiv erfahren, der auf der Suche nach vermissten Kindern war. Er hatte es sogar geschafft, ein paar von ihnen wieder nach Hause zurückzubringen. Ja, man merkt schon, die Musik ist ein bisschen lauter wie der... Mir wurde von einem ehemaligen ortsansässigen Vermieter von einer Burg erzählt, in welcher sich der Detektiv gerade aufhielt. Ich riss mich zusammen und ging ihm nach. Vielleicht konnte er mir bei meiner Suche helfen. Oder zumindest konnte ich einige der Hinweise, die er gefunden hatte, verwenden. Ja, da seht ihr da unten, ne? Da fehlt das Verwenden. Ladung. Und es steht immer noch Ladung anstatt Laden. Oder wird geladen. So, da sind wir. Mit der Kamera können wir gucken. WASD können wir uns bewegen. Und rechts können wir die Lampe wie immer noch hochziehen. Gut. Wow. Die große Steintür muss aus einem bestimmten Grund hier sein. Die Frage ist, wie... Es ist immer noch zu schnell. Genau. Mit F... kann ich nach Hinweisen suchen? Oh, schwer. Oh, wie schwer. Ne? So, gucken wir mal, was hier los ist. Ah, Objekte. Drücken I. Okay, das I ist mein Inventar. Machen wir die schöne Schublade mal wieder zu. Ich habe was aufgenommen. Einmal mit J. Na, ich habe gerade schon mal einen Aufnahmetest gemacht, deswegen habe ich schon drei Zettel, aber ich lese jetzt jeden einzelnen auch nochmal vor. Diese Steintür scheint ziemlich verdächtig. Zuerst dachte ich, es ist rein dekorativ. Ich habe letztes Mal Zeit gelesen. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass sie tatsächlich geöffnet werden kann. Und irgendwo hinführt. Vielleicht sollte ich sie genauer studieren. Alles klar, die anderen beiden lese ich jetzt nicht. Da war noch einer. Huch. Wir wollen vorwärts, nicht rückwärts. Was? Wer macht hier die Welle? Wo ist mir jetzt etwas runtergefallen? Nöppes. So, ist wieder rot. Schauen wir mal. Zettel 2. Gerade dachte ich, die vier Löcher in der Tür sind eine Art von Schloss und der Schlüssel muss irgendwo in der Nähe sein. Hi, Chroniken. Oh, schön, dass du da bist. Wolltest du mich ein bisschen begleiten? Ich glaube, das Spiel kennst du noch, ne?
Das haben wir ja mal angespielt. Oh ja. Also die Geräuschkulisse war schon herrlich, ne? Buh. Nee, da war nichts mit Buh. So, dann gehen wir mal gucken. Wir brauchen 4 Schlüssel. Ah, das ist schön. Da kannst du mir bestimmt bei dem einen oder anderen Rätsel mal helfen. Naja. Und du kannst ja mal mitgucken. Wie gesagt, die haben jetzt hier ein bisschen gepatcht. Einen Schlüssel, Steinschlüssel abgeholt. Aber, weil ich will denen da auch mal schreiben, was dann gemacht. Also die Übersetzung ist noch nicht so der Burner. Und, ja. Schade eigentlich. Habe ich da hinten beide aufgemacht? Da waren 2 Kisten, ne? Gucke mal. Ein Stein. Noch ein Stein. So. Ja, auf jeden Fall wollte ich dem Publisher dann... Ah, guck mal. Ein Schlüssel. Ich glaube, da haben jetzt 3, ne? Ja. Komm, erschreck mich. Huh. Nee. Weil ich weiß ja nicht, ob der noch irgendwas eingebaut hat. Guck mal, Schätzelein ist auch wieder da. Der Jammerlappen vom Dienst. Ich habe jetzt das alte Headset wieder dran. Ich habe mir das nochmal bestellt. Wie ist der Sound von den? Besser? Schlechter? Achso, wir müssen jetzt... Tschüss. So. Hallo, Freunde. Die hängen ja alle ab. Aber kannst du mir erklären, wie man so stirbt? Guck dir das an. Wie stirbt man bitte so? So abhängend. Ich meine, wenn der irgendwo dran genagelt wäre, ne? Oder hängend, aber... Oder er hier. Er sieht aus, als wäre er beim Feiern gestorben. Ist das besser wie das andere? Weil das andere hat ja immer so übersteuert. Und das habe ich ja nicht rausgekriegt. Puh. Da wollte keiner Buh machen. Nappes? Ah, Schlüssel. Aber ich würde sagen, wir sehen uns hier auch noch mal ein bisschen um. Das war da jetzt eine Tür, die geknatscht hat. Ist besser, ne? Ja. So stirbt keiner, ist ja ein Funhaus. Ja! Gucke mal. Da kommen wir nicht durch. Aber wir wissen vom letzten Mal ja noch, wir brauchen die Schlüssel. Lauf, 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 lauf. Da unten sehen wir gerade unsere Ausdauerflöten. Also wir hören auf jeden Fall... Ne? Und ich... Ah, guck mal, da oben sitzt Oscar. Na, trigger wir ihn? Nee, tun wir nicht. Jetzt haben wir ihn getriggert. Na komm. Ich dachte, du fällst runter. Er will nicht. Die Tür ist offen. Dann gehen wir mal rein. Des namenlosen Detektivs. Ich hatte eine Ahnung, dass mit dieser Burg etwas nicht stimmt. Aber ich hätte mir nie das tatsächliche Ausmaß der Sache vorstellen können. Ein riesiger Kerker. Eine Krypta mit Geheimnissen, Mysterien und Leichen gefüllt. Über die Steintreppen kommst du zuerst. Siehst du, da fehlen wieder Worte. Dann von Plattform zu Plattform. Außerhalb der Zimmer kann ich nicht einmal die Decken sehen, das Verlies. Ich bin mir ziemlich sicher, dass schreckliche Dinge hier passiert sind. Und dass ich etwas, einen Hinweis oder Tipp dort finden werde. Ja. Der Erzähler liest auch sehr leise vor. Ich kann das leider auch nicht einstellen, weil ich habe das jetzt schon ziemlich laut, das Spiel. Wenn ich es noch lauter mache, sterbe ich hier bei dem nächsten Jumpscare auf dem Stuhl. Und Ladung. Ladung. Nicht laden, was, ne? Ladung. Schöner Raum. Oh, eigentlich lag hier, glaube ich, eine Rolle. Die habe ich aber schon. Das ist hier die 3. Ich bin durch die Tür gegangen.
Aber das Zimmer sieht aus wie ein einfacher Speisesaal. Und es scheint, es gibt keine Türen oder andere Ausfahrten. Ausfahrten finde ich auch toll. Ja? Bitte halten Sie sich halb rechts und biegen und fahren Sie bei der nächsten Ausfahrt rechts ab. Es muss eine Art versteckten Schalter oder Mechanismus geben. Etwas scheint ausgeschaltet zu sein. Von Zeit zu Zeit höre ich merkwürdige Geräusche, aber ich kann sie nie klar erkennen. Sie scheinen aus dem Inneren der Wände zu kommen. Ne? Also ich glaube, wo ich die letzte Mal eine Aufnahme gemacht habe, habe ich auch in diesem Raum, glaube ich, den Mob, also den Geist gar nicht getriggert. Im ersten Stream habe ich das gemacht, aber den habe ich zu spät gesehen. Ja. Also hier ist nichts. Ich meine, ich weiß ja, wie ich hier rauskomme. Du lachst dir einen weg, ja? Ja, ja, das ist mir so klar. Hey, Jung. Was liegst denn du hier so rum? Helf mir doch mal. Schlafen ist nicht. Also springen kann ich nicht. Aber ich glaube, ich konnte crouchen. Jo. Crouchen ging. Und dabei mache ich gleich das Licht aus. Oh, was spärliches Essen hier, wa? Gucke dir an. Brot und ein, ja? Ja, ja, die Lampe ist auch sehr, ist auch noch nicht so ganz. Warte mal. Hallo? Ich glaube, den habe ich auch. Irgendwann müsste jetzt. Uah! Genau. Da war er. Ich habe gedacht, ich trigger den mal. Du Dreckstück. Mann. Da. Schön. Krieg nichts zu essen. Dann gehen wir weiter. Übrigens, da oben hängt wieder Oscar. Den kann man auch triggern. Hallo, Oscar. So. Aber den zu triggern ist ein bisschen. Es dauert ein klein wenig. Ich muss jetzt gleich knallen. Ja, komm schon. Geht nicht. Will er nicht. Ich finde den Sound immer so schön, wenn er hier anfängt zu knallen. Das ist, glaube ich, der Mechanismus. Will nicht. Er will nicht runterkommen. Dann laufen wir weiter. Ich habe ihn auf jeden Fall Oscar genannt, so wie in Spooky House. Ja, was liegt denn da so Leckeres? Es gibt heute Steak. Gut. Ah ja, das mit der Lampe ist auch noch nicht so ganz gepatcht worden. So, gehen wir rechts, gehen wir links. Ich gehe links. Da kommen wir langsam so rein. Ich muss noch aufpassen, hier gibt es eine Stelle. Da kommt was runter. Da ist mir das schon passiert, dass ich mir selber den Weg versperrt habe. Eine rote Rolle. Sagt, dass man die Balken auf der Brücke einfach berühren soll, um die Statue zu öffnen. Ja. Warte. Das ist der Zettel 5. Scheinbar hat der Besitzer sein Arbeitszimmer in ein neues Labor verlegt und grub noch tiefer unten. Um darauf zuzugreifen, muss ich eine große Brücke überqueren, die sich ein Stück weiter im Verlies befindet. Ich wette, dass dort ein paar Antworten auf mich warten. Vor ein paar Augenblicken habe ich dort eine Statue neben einer Reihe von Bars bemerkt. Es scheint so, als ob die Statue eine Art von Mechanismus hat, um sie zu öffnen. Vor ein paar Minuten habe ich vor einem weiten Schritte gehört. Bin ziemlich sicher, dass ich es gehört habe. Okay. Ja, ne? Er hat auf jeden Fall was gehört. Oh ja, jetzt kommt eine schöne Stelle. Ich weiß nur nicht mehr, welcher es war. Puh! Oh, Junge. Du siehst auch nicht gesund aus. Der hängt da auch komisch, ne? So. Hallöchen! Du lebst, ne? Hallo?
Du dummes Stück da.